Clofensa fangen. Aber das mache ich nicht, weil ich finde Sarzenia scheiße. Ich mag Sarzenia eigentlich ganz gern. Nur man kriegt so spät erst Blattstein in diesem Spiel. Das ist voll doof. Ja? Ja. Well, dann mal los. Did you know that Pokegear allows you to put marks and memos on its map? Ach so, geht das? Man kann hier Post-its draufkleben. So auf das Display. Sprout Tower. Experience the way of Pokémon to cast. Du bist schon drin? Ja. Oh Gott, ich hab Angst. Wieder raus? Nee. Also wir können ja mal probieren. Ja, einmal testen. Bitte. Und es scheint zu funktionieren. Super gut. Wollen wir da jetzt reingehen? Ja. Gut. Mach ich aber vor der Arena. Gibt ziemlich viel Erfahrung. Ja. Ich hab kein Pokémon außer mein Anfang-Pokémon. Das ist schlecht. Im Clofensa-Turm sind nur Clofensa. Also. Scheiße. Das ist richtig schlecht. Ach, die kämpft gar nicht. Nee, a best brought over 100 feet to a bot. People say that it became the middle pillar here. Okay. Bellsprout, ist das Knuffenser? Ja. Ah, ich dachte, das wäre dieses Hopspross-Ding. Nee. See the pillar shaking? People are training upstairs. Das ergibt keinen Sinn. Das passt nicht zusammen. Sprout Tower was built long ago as a place for Pokémon Training. Ich glaube, das ist ganz gut für die Stabilität, wenn das Ding da drin ist. Könnte das immer ausgleichen. Only those who reach the top will receive a wonderful move. Ach, hier kriegt man Zerschneider. Nee, ich krieg so Blitz. Oh, okay. Das ist kein wonderful move. Okay, ich versuch's einfach. Ach, nur Knuffensas, scheiße. Ich bin zu wählerisch mit meinem Pokémon. However hard we battle, the tower will stand strong. Ja, der kämpft ja auch nicht. Hat der Turm was mit den drei Hunden zu tun? Oder? Nee, das ist in Teak City. Ah, da war das der andere Turm, okay. Sage Nyko. Oder Bellsprout, Level 3. Du hast es ein bisschen besser. Ja, so ganz bisschen. So zwei Pokémon, die dagegen gut sind. Aber Scratch geht auch Wine Whip, scheiße. Die haben schon Wine Whip. Oh, das bringt nicht viel, das ist gut. Okay, Clofensa ist zum Glück ein ziemlich scheiß Pokémon, oder? Ja, hast du gerade am Kabel gezogen mit dem Fuß. Mhm. Musst du aufpassen. Opossum. Opossum. Das ist ein Song von der neuen CD von Wir sind Helden. Nee, gar nicht. Von Judith Holofernes, von ihrer Solo-CD. Wobei sie die Hälfte ihrer Band trotzdem dabei hat. Aber das was für ein Solo-Projekt? Oder, nee, also sie ist ja mit dem Drummer verheiratet. Von der Band. Hm. Und der ist mit dabei, glaube ich. Nur der und zwei fehlen dann, glaube ich. Das ist doch die Hälfte. Was ein tolles Album. Das ist einfach nur Drum und Singen. Nein, das sind auch andere. Das sind halt andere Leute. So. Ich finde das ein bisschen lächerlich, dass hier was anderes startet. Irgendwie, ja. Okay, wenn das mit Winewood bei zwei Schaden bleibt, bin ich ja zufrieden damit. Scratch bringt wirklich mehr. Schade, schade. Naja, es ist ein Pflanz-Pokémon. Ne? Ja, schon klar. Kannst du nicht einfach hier die Blumen gießen? Sage Nyko. Er ist ein Sage. Ja. Welcher Sage? Der Wald-Sage oder? Er ist der Nyko-Sage. Der Pflanzen-Sage. Der Knuffenser-Sage. Ja, genau. Ein Ball. Paralus hier. Paralus? Wird das wirklich so? Ja. Ist das wirklich so? Fehlt da nicht wieder ein Vokal? Eigentlich ja. Mir fehlt ein E. Paralyze, ne? Ja. Ein E. We Paralyze. Stand guard on this tower. Oh. Here we express our gratitude to show our respect for all Pokémon. Wofür stand der Turm genau? Was war die Geschichte? Knuffensas. Nee, aber da gab es noch eine richtige Geschichte drum. Weiß nicht. Oder war das nur für Knuffensas oder Trainingsstätte? Ja, das ist halt irgendwie so ein Mönchsturm, ne? In ganz Johto sind hier überall solche Türme irgendwie. Ja? Na ja, gut, der abgebrannte, ne? Mit Ho-Oh in Teak City. Gibt's noch mehr? Na, es gibt zwei Stück in Teak City, der abgebrannte und der heile. Und der neue dann. Ja. Okay. Okay, stimmt, eigentlich gibt's nicht mehr. Jetzt macht Scratch auch voll Damage, das geht auch so gut. Bekämpft man. Nee, ich will's nicht. Sonst spoiler ich vielleicht. Spoiler! Auch wenn man bei dem Spiel nicht unbedingt. Ist nicht schlimm, wenn man hier spoilert, aber. Nee. Wir spielen noch ein bisschen, ne? Turm wenigstens zu Ende machen. Joa. Sehr schön. Ah, ich hab Spaß dran. Super. Mal wieder mit den Pokémon der Edition, der Generation. Das ist toll. Ja, ist ja auch meine Lieblingsgeneration, die zweite. X-Accuracy. Ist das X-Treffer? Ja. Accuracy. Den hebe ich nicht mal auf. Radfratz, gibt's hier irgendwelche schönen Pokémon in dem... Nebula Turm? Kannst du nachts fangen. Nachts. Bringt mir ja nichts. Nee, ja. Ich kann ja einfach mal irgendwie heute Abend mit deinem
Safe-File einfach hier hingehen und Nebulak fangen. Das wäre voll nett von dir. Aber wie nenne ich das? Ja, das muss mir vorher sagen. Gaslaterne. Nein. Also, Alpollo sieht ja schon immer richtig cool aus, finde ich. Ja. Eigentlich cooler als Gengar. Ja, ich habe auch in Pokémon Y habe ich auch mit einem Apollo durchgespielt, habe es nicht zu Gengar entwickelt, weil ich halt niemanden hatte zum Tauschen. Das ist auch halt ein cooles Pokémon einfach. Ja. Und das ist auch ganz gut, dass ich es cool finde, weil ich halt nicht entwickeln kann. Mhm. Auch wenn Gengar viel besser ist. Aber... Das reicht aus, Apollo ist gut genug. Ja, denke ich auch. Nee, Geist wäre schon cool. Dann wahrscheinlich wieder noch ein Psychotyp dazu, dann brauche ich noch einen Flugtyp. Also das werde ich dann noch sehen. Noch so viel zu entdecken. Kann man hier nicht auch Magma oder Electek fangen? Ja, glaube schon. Geil, dann hole ich mir das, was ich kriegen kann. Ich hoffe Electek. Können ja gleich noch mal kurz in die Liste gucken. Bei Magma auch ganz cool wäre. Ich mochte Magma immer lieber, aber Electek wäre mal was anderes. Bite, geil, Bite. Forget a move. Ich denke Leer kann weg. Das kannst du haben. The foe is given an intimidating Leer with sharp eyes. The target's defense dead. Ja, weg damit. Braucht keiner. Silberblick. Reduziert die Verteidigung um 1. Und jetzt habe ich Biss. Das ist eine super Attacke. Betäubt die hier auch noch? Ja. Cool. Wenn du den Gegner outspeedest. Und ist stärker als Kratzer. Ja, das dachte ich mir. Und ist eine Unlichtattacke. Mhm. Und ist sogar physisch hier. Super. Rage ist Normalattacke, ne? Ja. Scheiße, dann muss ich Bite gegen Nebulak einsetzen. Das ist Mist. Sackerknarre. Ja, aber die ist ja auch stark eigentlich, oder? Ja. Einfach ein Pokéball. Ja. Potion, sehr schön. Ich habe echt Glück mit meinem Leben hier. Ich muss so wenig heilen. Ich gehe ja nur ins Center zum Heilen. Ich benutze gar keine Potions. Ja. Ja, I train to find alignment in Pokémon. Die Erleuchtung in Pokémon. Dann sollte er Blitz einsetzen. Ja. Haha. Bellsprout. Warum haben die alle Bellsprout? Weil es der Bellsprout Tower ist. Und warum kommt da kein Bellsprout in Wild vor? Weil die alle Wilden schon eingefangen haben. Säcke. Was? Wieso lebt das noch? Ich habe Biss eingesetzt. Und ich bin doppelt so stark wie er, Mensch. Scratch. Wicky wicky word. Word word. 108, super. Wow, sehr gut. Hat ungefähr ein Drittel der Leiste gefüllt, nicht schlecht. Ja. War eine so eine publige Blume. Ist das schon die oberste Ebene hier? Ja. The Elders TM Lights even pitch black darkness. Da muss ich mir auch noch eine VM, ein VM-Freudenmädchen besorgen. Ja, ein Visor. Würde ich auch sagen. LOL. Nur mal so. Ich war am überlegen, ob ich mir nochmal Zubat hole für mein Team. Zubat ist auch eine schöne Idee. Hast du mal auf, am Kabel rumzuspielen? Nein. Hör auf damit! Das nervt. Das wäre dann The Return of Batman. Ja. Wenn du dich dran erinnerst. Hast du X-Bat bekommen? Ja, auch wieder mit Happiness, ne? Ja, X-Bat wurde ja hier eingeführt. Es war so cool, als ich damals das erste Mal Silber gespielt habe, wusste ich halt nicht, dass X-Bat existiert. Und ich habe halt einen Goldbat genommen für mein Team, weil ich halt Goldbat cool finde. Und... als ich das dann auf einmal so entwickelt hat, war ich so richtig so, oh mein Gott, was, wie jetzt, was, das kann sich entwickeln, das hä? Ist, das ist cool, wenn man sowas erlebt. Ja, dann bin ich richtig so, hä? Sehr cool. Ich glaube, ich habe mir vorher schon alles angelesen und kannte das immer schon. Ey, ich habe gerade mich selbst besiegt. Troy besiegt? Ich habe Sage Troy besiegt. Ha, ha. Die Biss-Animation finde ich cool. Das passt zwar nicht zu dem Gebiss von Kanimani. Aber es ist ein großes Gebiss, das bist. Das sieht nach einem Sharknado-Gebiss aus. Wie heißt denn das? Hai-Gebiss? Ja, der Hai hier in dem in Rubin Saphir. Box, halt die Fresse. Junge. Level 14, ich hab bald die Entwicklung. Oh mein Gott. Tyrakrok, wie heißt die hier? Hut, kann die Entwicklung fliegen lernen? Ja. Kauf ich. Kauf ich. Hut ist cool. Also, echt? Nocturne. Okay. Der Albtraum. Das kannst, ist du der auch Albtraum. Kannst du auch nachts holen. Auch nur nachts? Das heißt, es gibt ein Abend-Fang-Special oder so ähnlich. Kannst du das nicht privat eben machen? Ja, doch, mache ich. Dann hat Ed in der nächsten Aufnahmesession halt muss zwei neue Pokémon. Auch noch Namen ausdenken. Ja. Also Nebulak und Hut. Ja.
Vielleicht auch noch vor der Arena. Ist ja sowieso vor der Arena. Ja. This is a technical machine, however, you should care more about your Pokémon. This way you treat your Pokémon can be too harsh. Remember, Pokémon are not tools of war. Dick. Ass crap. He calls himself the Elder, but he was no match for me. Sure enough, those who lecture how you should be nice to Pokémon, they cannot defeat me. All I care about are strong Pokémon that win every time. The rest of them don't mean anything to me. Ass crap, Dick used escape rope. Der ist wie, welche Staffel? Ein Shit. Was? Der ist wie der Typ aus der Generation mit dem Feueraffen und so. Aus der Serie, da gab's auch diesen komischen Typen. Ach so, ja. So good of you to come here. Sprout Tower is a place of training. People and Pokémon test their bones to build a bright future together. I'm the final test. Allow me to check the ties between you and your Pokémon. Du hast das schneller bekommen. Tja, ich hab auch noch nicht vorgelesen. Elderly. Oder auch Muten Roshi. Elderly. Er heißt Elderly. Elderly, ja. Elderly. Level 7. Vielleicht habe ich Glück und es betäubt mal. Das wäre schön. Mal einfach mal zu sehen, ob es auch klappt. Nein, er Wachstum. Macht Wachstum. Angriff erhöht und Initiative? Spezialangriff. Bringt ihm sehr viel. Hot, hot. Ach, der hat noch einen Hot, hot. Level 15 noch nicht. Nach dem Kampf auf jeden Fall. Oh mein Gott. Und auf Level 16 entwickelt es sich. So viel kann ich schon mal zu vorwegnehmen. Also ja. Mit dem Entwickelten wäre ganz gut in der Arena. Ja. Wo kann man sich denn Huthut fangen? Überall im Gras, wenn es nachts ist. Cool. Ariados, Typ Käfer, ne? Ja, ist Käfergift. Ist bestimmt kein gutes, oder? Nicht wirklich. Aber eigentlich sind alle Käfergift-Pokémon hier noch nicht so gut. Aber es gibt Kreuzschere, was eine sehr gute Käferattacke ist. Ich will es gar nicht haben. Ich finde Ariados. Also, eigentlich finde ich es ganz cool. Einfach, weil es ist eine coole Spinne. Ich mag keine Spinnen, aber das ist eine coole Spinne. Aber ich möchte es gar nicht haben. Ich habe es in dem Team gehabt. Ich finde es ein bisschen uninteressant. Ich habe Level 15 erreicht mit Kanaligator. Yeah. Und Scary Face. Grimasse. Initiative Senkung, oder? Ja. Auch aber gut. Starke Initiative Senkung. Zwei? Ja. Zwei. Quick Attack. Was habe ich denn Schönes? Ich könnte Rage wegpacken, oder? Fick dich, Tackle. Fick dich. Brauche ich Rage? Nee. Eigentlich nicht, ne? Nee, weg. While this move is on use, it gains attack power each time the user is... nur wenn ich das benutzt habe und dann Schaden kriege, oder? Genau. Wenn du es benutzt hast, dann Schaden kriegst du nochmal, wenn es benutzt. Ja, das brauche ich nicht. Das ist eine Mistattacke. Ja. Poof! Eine Mathe geht in einem Silberblick und dann ärgerst du dich nur. Scary Face. Elderly, habe ich besiegt. Ah, excellent. 1200, der hat ordentlich Cash auf der Tasche. The way you battle is quite a legend. You should be able to stand up to Faulkner. And you should be able to make good use of this. Sagt er was anderes, wenn man ihn schon besiegt hat? Weiß ich nicht. It is a technical machine called Flash. Auch technische Maschine? Ja. Keine Hidden Machine? Nee, hier ist nur ein TM. Also ist die dann weg? Ja. Echt? Man kann aber später es kaufen. Gibt's hier keine VMs? Doch. Aber Blitz ist kein VM mehr. Es wurde degradiert. Finde ich gut, das ist ja eine unnötige, aber trotzdem. Ja, lass uns das Escape Rope benutzen. Ja, ich suche das gerade. Da ist es. Use. Spin to win. Armes Kanimani, dem wird doch ganz schlecht. Es wird doch seekrank. Ah. So. Einmal noch heilen und dann... Ja. Das war dann diese Aufnahmesession. Das war ja schon mal ganz cool. Ja, wir haben einiges, fast erreicht. Wir sind den Fenster Tower geschafft, das ist doch schon mal was. Ja, und wir sind kurz vor der ersten Arena. Ich würde gerne morgen wiederkommen eigentlich. Ich habe so Bock zu spielen. Ich muss morgen ich aber weiß, eigentlich lernen für Informatik. Wir sehen uns auch vielleicht am Sonntag nochmal. Ja. Eventuell. Nach Donnerstag bin ich komplett frei. Super. Also vielleicht Donnerstag. Jo. Und du holst mir Nebulak und Huthut. Dann speichern wir jetzt. Ja. Und dann denke ich mir jetzt eben noch Namen aus. Die schreiben wir am besten auf. Ja. Damit du die nicht vergüßt. Saving. Jo. Jo, ich bin Fresh Dumbledore. Alles klar. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon, nicht Rubin Saphir, sondern Heart Gold und Soul Silver mit Troy und Ed. Ciao. Tschüss.